Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge From Zero to Hero. Heute dreht sich alles mal ein bisschen um Trolle hier in Nordend. Und zwar, wir machen die zwei Trollinstanzen. Zum allerersten fangen wir an hier mit Gundrak. Und danach werden wir hier, wie nennt sich Stadt? Steht nicht da. Ich vergesse den Namen auch immer. Hallo? Feste Draktaron. Genau. Was war das gerade für ein Lag? Komisch. Egal. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. So. Wir sind in Gundrak. Wie geht's denn so, Mann? Wir kriegen Quests, die wir annehmen. Gibt Später. der Teile, wollen wir haben. Man sieht sich. Schön paar Stiefel, Ringe Alles klar. und Gürtel. Ja, wir haben hier übrigens den Hintereingang genommen. Man kann auch den Vordereingang nehmen, aber der bringt einen, glaube ich, gar nichts. Außer man hat die Instanz soweit durch. Weil man hier bestimmte Sachen aktivieren muss, damit man zum Endboss kommt. Und ja, das zeigen wir euch. Also ich zeig's euch. So, als allererstes müssen wir Schlangen töten. Ganz spektakuläre Art und Weise, ihr habt das schon gesehen. Hier sind eine ganze Menge Schlangen am Start. Und ja, kann man ja eigentlich mal so ein bisschen Kann ich noch nicht wirken. Das läuft sich hier immer noch aus. austoben. Yay! Wenn man unbedingt seine Sie sind ganzen Zauber, ich Spells bin nicht ausprobieren bereit. will, Kann ich noch nicht für wirken. Massenschaden, Ich habe kein Ziel. kann hier mal richtig die Sau rauslassen. Aber im Prinzip brauchen wir sie nicht töten. Es ist, ja, Schwachsinn. Ja, hier ist wichtiger, das ist nämlich schon der erste Boss, Sladran. Die Bosse sind hier, ja, typisch Troll, alle irgendwie tierverbunden. Und als allererstes haben wir den Es Schlangenboss. läuft immer noch auf. Noch nicht Ja gut, er war hier ruhig, er hält nicht viel aus, aber Schultern. Da kommt noch eine böse Schlange. Der hatte, was hatte die 18 Stärke war? Gucken wir auch noch mal. Ah, sorry, können wir noch nicht tauschen. Außerdem sehen unsere trolliger aus als deine. Und wir müssen hier noch ein paar Sachen sammeln, zum Beispiel diese Steintafel. Das Ding hier mussten wir gerade aktivieren, damit wir hier, ihr seht, wo war das denn? Ich glaube, da hinten ist der Haupteingang und wir müssen uns den Weg hier frei drehen, damit wir zum Cheffe können. Ja, das ist unsere Aufgabe hier. Hier gibt es auch ein paar Abkürzungen, die man nehmen kann und auch sollte, weil geht halt schneller, ne? Ja, laufen wir mal weiter. Das ist ja eigentlich ein ziemliches Boss-on-Boss-Gerei, also es gibt hier so ein bisschen Trash. Kaum der Rede wert. Eigentlich war früher jetzt auch noch nicht so herausfordernd. Die Bosse schon ein bisschen eher. Die konnten wir dann schon auf Trab halten, wenn man noch nicht das nötige Equip hatte. Aber sonst geht das. Wir dürfen wir bloß nicht vergessen, diese schönen Schrifttafeln hier einzusammeln. Und auch diese Instanz ist bei näherer Betrachtung, wenn ihr mal da hinten in den Hintergrund und so guckt, schon echt geil, oder? Also ich finde das ziemlich genial. Ich muss näher ran. Haben sich wirklich viel, viel Mühe gegeben mit den Innis. Vom Design her, dass die eben halt auch größer aussehen, als sie eigentlich aus sind. Okay, der nächste Boss, der hat, ich habe gelogen, nicht so viel mit Tieren zu tun. Das Fällt mir gerade auf. auf. Ich weiß nämlich jetzt, welcher kommt. Der hat Ärger, was hier mit diesen Schleim-Zeugs Das ist zu weit entfernt. und diesen Steinstatuen zu tun. Ich glaube, hier Dieser Zauber ist noch nicht war hier auch noch eine Steintafel. Nee, die habe ich schon. Da ist noch eine Steintafel. Die wollen wir haben. Ja, damit. Gib mir die. Danke. So, und du hast hier nichts. Doch, ein gesalzenes Wildbrett. Lecker. Ja, so Steinstatuen, die wissen, was schmeckt. Oder so ein Schleimding. Schön so ein Wildbrett dabei. Doch hier, wenn man mal hier so runterguckt, seht ihr den Schwanz einer Riesenschlange. Aber der werden wir leider nicht begegnen. Aber es ist so ein nettes kleines Detail, ne? Gut. Wir kümmern uns mal um den nächsten Boss. Der besteht aus diesem Steinkoloss und diesen komischen Blubberviechern. So. Wir schießen eine an, sie gehen in den Steinboss rein. So, wir müssen den Steinboss. Haben wir den jetzt versehentlich gekillt? Ich bin außer Reichweite. Auf eine bestimmte Prozentzahl runterkloppen. Ich versuche ihn mal nicht gleich umzubringen. Dann kotzt er irgendwann seinen Schleimfreund aus.
Den bringen wir auch auf eine bestimmte Prozentzahl runter. Der hinterlässt auch Spitzen. Und dann geht er wieder in den Steinboss zurück. Dann haben wir den Steinboss. Und so wechselt sich das eben halt an. So, Steinboss ist tot. Und jetzt sind beide tot. Das war der Boss. Cool, wa? Ja, ist jetzt nicht so aufregend. Aber wir können uns das jetzt mal angucken, was passiert, wenn ich hier drauf drücke. Jetzt müsste, bam, kommt ein so ein Ding runter. Und ihr seht, ein freier Platz ist noch. Der muss noch gefüllt werden. Und dann funktioniert das. Den wilden Eck besiegt. Ach ja, hier gibt es ja noch einen Zusatzboss auf Heroic. Stimmt, an den habe ich gar nicht mehr gedacht. So, hier gibt es eine kleine Abkürzung. Und zwar übers Wasserbotten. Hier kommen dann zwar so eine Fancies an, aber die nerven. Früher ist man dann hier eben halt durch. Der Heiler musste eigentlich so schnell wie möglich voranrennen, damit er den Rest heilt. Der Gruppe, die dann hier aus dem Wasser kam. Weil so ein Stoffi, den hat es mal doch schneller dahin gerafft, als er lief war. So, aber der nächste Boss hat wieder was mit Tieren zu tun. Und dann muss ich mal gucken, wie man zum wilden Eck kam. Das ist zu weit entfernt. Das war irgendwie von hier aus, das weiß ich. So, der nächste Boss ist er hier. Dafür hat man Erfolg bekommen, wenn man Morabi schnell erledigt hat, bevor der, ich weiß gar nicht, irgendwas hatte, ach ja, bevor er sich verwandeln konnte. Der verwandelt sich nämlich gerne, nämlich in so einen Rhinoceros, und das konnte man unterbrechen, und früher hat man den Erfolg nur bekommen, wenn er sich nicht verwandelt hat. Das heißt, man musste gut unterbrechen können. Jetzt geht das einfacher. Ich muss näher ran. So. Boah. Das muss ich machen. So. Das war einer der schwersten Erfolge früher tatsächlich. So, und jetzt seht ihr, wir haben den Weg freigelegt. Wir können jetzt diese Passage passieren. Ach ja, wilder Eck ist hier unten. Ich erinnere mich. Und danach verfolgt uns eigentlich nur noch der Chef. So. Muss mal kurz antworten. So. Hier sind so ein paar Moloch-ähnliche Viecher. Ich brauche ein Ziel. Ich glaube, die sind doch wirklich die direkten Verwandten. So. Dann lassen wir alles stehen und liegen. Wir wollen jetzt nur mal schnell noch den wilden Egg umhauen. Der wilde Egg ist noch gar nicht da, oder? Ich habe kein Ziel. Dieser Zauber. Wo ist denn der wilde Egg? Wilde Egg? Da ist er doch. Der wilde Egg. Ja, der konnte einen. Die Fähigkeit ist noch nicht da. Bespucken. Mit irgendeinem Zeug, und dann hat man halt gestunken. Also, man hat es als Debuff gestunken oder irgendwie sowas gehabt. Oder riecht wild. Irgendwie so ein Scheiß war das. Hat jetzt nichts beeinträchtigt, man hatte den halt. Nur diesen Statuseffekt. Keine Ahnung, wofür Dude ist. Okay, dann werden wir uns jetzt mal um den Chef hier noch kümmern. Und dann werden wir mal noch schnell die Feste Drakteron erledigen, dann haben wir wieder zwei Instanzen in einem Part. Und so soll das ja eigentlich auch sein. Hier in Nordland kann man das ja mal machen. So, eisige Pfade sind nicht an. Sehr gut. Hier abkürzen. Ihr könntet natürlich auch totale Umwege laufen, aber wozu? Wenn man hier schnell durchkommt. Die hatte man schon seitdem man sie rausgefunden hat benutzt. Das lädt immer noch auf. So, Rhinoceros kann rammen. Der da oben auf jeden Fall auch. Ich glaube, konnten die vieren? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas konnten die noch. Dieser Zauber ist noch nicht gewirkt. Ups. So. Noch zwei Rhinocerosse. Das lädt immer noch auf. Ich habe kein Ziel. Ja, yeah, schubst mich rum. Ich brauche das. Kann ich noch nicht wirken. Und er starb. So, und da ist er auch schon. Der Galdan. Der kann sich, glaube ich, auch in so ein Vieh verwandeln und kann aufspießen. Ja, der kann eigentlich seinen Horn aufspießen. Sei froh, wenn ich dich nicht vorher umbringe. Komm, wandel dich. Sagt Hallo zu meinem großen Freund. Okay, er wird es nicht mehr schaffen. Selbst die Mächtigen. Ich habe alles versucht. Oh Mann, ey, die halten aber wirklich nicht aus. Okay, dann werde ich jetzt mal an der Stelle kurz ein. Ah ne, wir wollten noch Quest abgeben. Moment mal, da hinten kommt er auch angesteppt. War da hinten nicht auch ein Hinterausgang? Muss ich mal überprüfen. Ansonsten nehme ich jetzt den regulären Ausgang. Ich hab den guten Stoff, Mann. Echt?
Also der wollte mir was anreden, ja. Also. So, hier ist neuer Plattengurt. Der aber schlechter ist. Also vom Item-Level, ja, deswegen werde ich den jetzt mal nicht anziehen. Auf dann! Was ihr wolle! Du hast noch mehr. Int brauchen die 19 Stärke, ist auch noch schlechter. Später. Wer ihr sein aber ich glaube, wir ziehen die jetzt einfach mal an. Just for fun. 15 Stärke ist auch alles schlechter. Sehr gut. Auf dann! Der hat Crit und unsere haben auch Crit. Hat er mehr Crit? Oh ja. Stärke ist nämlich nicht alles. So, jetzt sehen wir langsam echt. Jetzt haben wir endlich diese hässlichen roten Schuhe weg. Und da hinten ist noch der Hinterausgang. Alles klar, dann sehen wir uns jetzt gleich vor Feste Draktaron wieder. Weil den Weg euer spare ich euch jetzt mal. Bis gleich. Yo, willkommen zurück. Da bin ich auch schon im Anflug auf die Feste Draktaron. Und meine Katze spielt hier gerade ein bisschen gefährlich rum. Katze, beweg dich mal. Du stehst auf meinem Mauspad. Und sonst benutze ich dich als Mauspad. So. Nee. Natürlich nicht. So, fliegen wir mal hier rein. Und da sind wir auch gleich oben, schon beim Eingang. Sehr gut. Ich bin immer noch am überlegen, wie ich das mit der violetten Festung mache, ey. Die muss ich auch noch irgendwie mit einbauen, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange die jetzt noch dauert. Weil die war ja immer mit Warten verbunden und mal schauen. Ja, mal sehen. Zuck, zuck. Ja, zuck mal. Für die Horde. Na, ich bin ein da. Allianzler. Allianzler. So, und du? Jawohl. Ja, möge die Macht mit dir sein. Weiter geht's, Trolle. Noch ein Ziel. Aber hier ist, glaube ich, hier ist viel Geißel. Ja, genau, Geißeltrolle. Die Geißel hat die Feste Draktaron erreicht. Ich habe kein Ziel. Und die Drakari, sind das die Drakari hier? Ja, genau. Und die Drakari haben sich mit der Geißel hier verbunden, eingelassen. Und wir dürfen natürlich aufräumen. Was ist hier denn? König Dredd. Achso, ja, genau. Bei dem sind wir noch nicht. Erstmal. Hust! Einer hat überlebt. Latschen wir mal weiter. Wir sind nämlich schon gleich beim ersten Boss. Der ist jetzt nicht so schwer. Ich habe kein Ziel. Kann ich noch nicht machen. So, ein bisschen Trash. Ich brauche ein Ziel. Nehmen wir mit. Und da oben steht er schon. Der gute Trollgrind. Hi. Er hat's versucht. Ich habe ihm eine Chance gegeben, ja. Was war denn hier? War das oben draußen? Oh nee, ich glaube, ich muss mal was überprüfen. Scheiße. War das der andere Weg? Ja, die war hier. Einige Sachen waren hier ziemlich verwinkelt gemacht, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Kann auch sein, dass ich mich jetzt komplett irre mit dem Fragezeichen. Es kann auch sein, dass der da oben ist, aber ich glaube, das war hier richtig. Irgendwas war ja hier. Ja, ihr seht, das Ding ist doch ein bisschen schon krasser, größer aufgebaut. Gibt ein paar Kleinigkeiten noch zu entdecken. Finde ich schön. So, aber nur wegen einer Kackfest hierher laufen. Und total umsonst hierher gelaufen, weil der wahrscheinlich nämlich da oben sitzt. So eine Scheiße. Halle der Wiederkehrer. Also hier kehren wir wieder. Sehr schön. Einmal umsonst gelaufen. Vielen Dank. Na toll. Na toll. Jetzt bin ich sauer. Bin mal gespannt, wann wir unsere Waffe wieder auswechseln. Ach, ich liebe es immer. Das ist das Schönste eigentlich bei WoW. Eine neue Waffe zu kriegen. Also ich finde es geil. Aber sie muss auch gut aussehen, also wenn sie dann, das ist schon ein bisschen enttäuschend, wenn ich sie moggen muss, wie jetzt zum Beispiel meine aktuelle, die musste ich moggen. Sie hat und A nicht zum Set gepasst und B, es ist ein Streitkolben, ich bin nicht so irgendwie der Streitkolbenverwächter, das sieht immer alles aus wie Knüppel. Außer es ist Schweißeiner, aber kriegen wir nicht. Oh, eine eisige Spinndrüse, die bringt Geld. Nee, doch nicht. Nicht die. Irgendwo war hier noch was mit Netzen öffnen. Habe ich das recht in Erinnerung? Eisige Spinnenseile, muss ich mir merken. Okay. Sekret befleckter Stoff, den kriege ich von ihnen. Das ist der nächste Boss.
der gute Novus, der Beschwörer, und der, der ist ein bisschen ätzend. Was ihr spürt, ist euer Ende, das nackt. Jo. So, hier kommen auf jeden Fall jetzt Gegner, Wellen, die uns ins Leder wollen, wie er da. Und wir müssen auf bestimmte Beschwörer warten, die wir dann umklatschen müssen. Da, jetzt hat er einen gerufen. Und die müssen wir umhauen, damit sein Schild gebrochen wird. Plapp. Ja, 4 Stück an der Zahl. Das macht den Boss eigentlich auch so ein bisschen, naja, ich sag mal, nervig. Ach ja, wir müssen immer die Seite wechseln. Also es kommt immer, die wechseln sich immer von der Seite ab. Ich habe kein Ziel. Ruf den nächsten, komm, komm, komm. Zieh an, Junge. Wir haben keine Zeit, keine Zeit. Das lädt immer noch auf. Das war auch einer meiner lieberen Innis, muss ich sagen. Ich mag die feste Draktaron. Ich war immer der DD, der hier abgestellt wurde und die Treppe verteidigen durfte. Ja, ich durfte alles umliegen, was kam, was die Treppe runterkam mit dem Tank zusammen. War geil. Ich musste nicht rennen. So, und jetzt ist er angreifbar. Gleich. Jetzt. Und der macht eigentlich nicht viel, außer so eine Eisregenwellen, die man ausweichen muss, ja. 28 Stärke. Das ist mal eine Nummer, würde ich sagen. Yo. Yo, definitiv. Ziehen wir an. Aber Beweglichkeit, warum? So. Wir müssen hier noch irgendeinen Stoff sammeln. Was? Sekretbefleckter Stoff. Ah ja. Plupp. Stimmt, dann kommt ja noch der... Oh Gott, das mit dem Mojo sammeln? 5 Ausdauer-Mojos sammeln. Ach ja, oh, das ist eine das echt perverse auf. Quest. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Da erstmal den ganzen Müll hier entfernen. Ja, jetzt kommt der Raptor-Boss. Raptor-Boss ist cool. König Dredd. Jetzt kommen ja auf jeden Fall die Dinos. Oh. Schön. Der König Dredd. Ja, der ist cool. Wir müssen auf jeden Fall jetzt von Trollen Ausdauer-Mojo sammeln. Weiß nicht, ob das jetzt schon von denen war. Bin mir sicher. Oder oben dann. Auf jeden Fall müssen wir mehrmals irgendwelche Mojos sammeln, damit wir den beschwören können. Oder verwechsel ich das jetzt gerade? Der hat nämlich auch eine Questreihe, der Typ. Der Drakuru. Fuck. Da gab es auch einen Erfolg-Guru von Drakuru oder irgendwie. Ach, wenn man dann seine Quest hier komplett beendet. Mann, ich sammle immer den Müll ein. Egal, wir machen jetzt König Dredd. Hi. Der Konfirm. Danke. Angriffskraft. Erhöht kritische Trefferwertung. Bam. Ein Smuckstück. Ja, dann nehmen wir noch den hier. König Dreddys Zahn. Müsst ihr jetzt unbedingt schreiben in der Gilde? Ich mache alte Erfolge. Ja, für die ganzen Nordend-Erfolge übrigens, in den Instanzen kriegt man einen roten Protodrachen. Kann man also jetzt ganz locker eigentlich machen. Flockig, sollte man eigentlich auch. Ich bin außer Reichweite. Also wenn ich jetzt die Drakuru-Quest nicht komplett mache, dann ist jetzt auch nicht so schlimm. Oder? Ausdauer-Mojo. 1. Ich muss näher ran. Ich brauche 5. Damit ich Drakuru beschwören kann. Ich glaube, ich habe das mit der Quest verwechselt, wo man so viel sammeln musste von diesen Mojos. Man muss auch nicht immer verschiedene Mojos sammeln von verschiedenen Trollen, damit man den andauernd in der Questreihe dann eben halt irgendwo beschwören kann. So. Hi. 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 Und wir haben jetzt eigentlich auch nur noch einen Boss vor uns und das ist Prophet Aronia. Den mag ich. Besonders hat auch eine coole Dings, wo man kurzzeitig mal ein Skelett verwandelt wird und dann kann man auf den einprügeln. Das finde ich geil. Aber ich weiß nicht, ob wir das noch sehen werden. Ich versuch's mal langsam. Jawohl. Das ist geil. So. Hey! Toll.
Naja, ich hab's versucht. 27 Stärke Leder. Okay, brauchen wir nicht. So, und jetzt werden wir hier mal noch Drakuru beschwören. Und ich glaube, ich muss für die Quest echt zurückgehen. Ist ja ätzend. Zecken wir uns das noch rein. Drakuru. Ah, endlich wieder in Draktabor. Jo, kein Thema, Digga. Bro, machen wir doch gerne für dich. Kannst du ein bisschen schneller reden? Ist das möglich? Nein, er muss sich jetzt erstmal überall umgucken. Schön im Süden, schön im Westen, schön im Norden, schön überall. Und er beschwört da noch jemanden. Gut gemacht, Mann. Ja, gerne. Du hast meine Erwartungen übertroffen. So bin ich. Für deine Arbeit gibt's die größte aller Belohnungen. Der Tod. Offenbarung. Ah, super. Ja, nämlich hat Dreck am Stecken, der Sack. Und ihr seht jetzt auch gleich, wieso. Sei still, Freund, und erblick die Wahrheit. Na klar. Ja, Mr. Löschkönig himself, und wir können ihn leider nicht verletzen. Meister, meine Mission ist beendet. Mit der Hilfe von diesen Sterblichen wurde diese Region von all jenen gesäubert, die sich uns in den Weg stellen. Gut gemacht. Oh, ich liebe die Stimme. Drakuru. Geil. Die vom Lischkönig ist einfach. Euer Verrat am Reich der Drakari war die Geburtsstunde meiner neuen Armee. Herrlich. Eure Armee. Mein Geschenk. Ich liebe diese Stimme vom LK, die ist einfach geil. Nun beauftrage ich euch mit der Säuberung von Suldrak, Drakuru. Wie ihr wünscht, Meister. Ich bin auch ein Todesritter, hallo. Versagt und es wird euer Ende sein. Wie der uns ignoriert? Erfolg allerdings wird euch noch mehr Macht einbringen. Yo. Ja. LK himself. Verzeih die Schwindelei, Mann. Es ist alles zu deinem Besten gewesen. Darf ich dich jetzt töten? Du musst es erst beweisen, dass du würdig bist. Also wer die Questreihe von ihnen verfolgt hat. Würdige Leute in Suldrak, Mann, die mit Macht umgehen können. Der wird das dann im Endeffekt ja alles verstehen, worauf das hier hinausläuft, weil man befreit ihn. Selbst, und denkt, man kämpft gegen den Löschkönig. Gegenüber großzügig ihnen gehorchen. Folg diesem Weg, Mann. Und schon bald kostest du die Umstände. Jawohl, dann nehmen wir doch lieber die Schuhe. Jo, nehmen wir. Haltet euch vom Blutwurf her. Ja klar, wenn du sagst. Bandiva. Gut. Okay, die Quest jetzt werde ich nicht abgeben gehen, das ist ja auch Schwachsinn. Wir werden uns bessere Teile noch organisieren. Ich glaube, die bringen ja sowieso jetzt nichts, oder? Das bringt nur Gold. Gold haben wir. Und das bringt Armschienen, die sowieso nicht für mich sind. Ich bin enttäuscht. Zweimal mit Int. Nee, einmal mit Int. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mal schauen, was wir dann in Angriff nehmen. Lass uns überraschen. Okay, bye bye.